Hi zusammen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich zeige euch heute, wie Sie in Blender die Ansichten einfach so ändern können. Also momentan müssen wir erstmal in unsere Objektmodus ein bisschen wechseln, damit ich euch einfach zeige. Also dann wechseln wir auch hier in Massiv und dann zeige ich euch. Momentan können Sie zum Beispiel hier sehen, wir sehen die Perspektive, wir haben eine Perspektive an sich und das Objekt ist einfach oben gedreht. Also Sie können auch zum Beispiel ändern, indem die Kamera ist oben. Also Sie können zum Beispiel die Kamera zum Beispiel nach links drehen, indem Sie zum Beispiel die Steuerungstaste und 3 drücken. Sie können auch auf der rechten Seite, also dann wird es einfach so sein. Und wenn Sie jetzt auf der rechten Seite drücken wollen, dann drücken Sie einfach so und es wird einfach auf der rechten Seite. Und dann können Sie zum Beispiel hinten die Kamera einfach drehen und dann wird es einfach so sein. Sie haben auch die Möglichkeit, vorne einfach zu drehen und es wird so sein. Also Sie haben die Möglichkeit, einfach das Projekt einfach zu drehen, wie Sie wollen, indem Sie auf Ansicht gehen und dann haben Sie einfach die Menüs hier. Oder Sie können das auswendig lernen, also mit Tastenkürzel können Sie auch genau einfach mit 3, mit der Steuerung 3. Und mit 1 Steuerungstaste 1 oder mit 7 Steuerungstaste 7 oder wenn Sie die Kamera einfach so zurücksetzen wollen, dann drücken Sie einfach auf die 0. Also so können Sie einfach Ihre Ansicht ändern und wenn Sie zum Beispiel die Ansicht von Auto zur Perspektive Ansicht wechseln wollen, dann drücken Sie einfach hier. Moment, dann haben wir eine orthogonalische Ansicht und so sieht es einfach aus. Und wenn Sie in Perspektive Ansicht gehen wollen, dann drücken Sie auf die 5 oder Sie gehen einfach hier oben und so wird es einfach sein. Also so können Sie die Sache hin und hier einfach ändern, wie Sie eigentlich haben wollten. Und von daher sehr schön. Also wir wechseln nochmal in unseren Editiert-Modus. Und Editiert-Modus sieht es einfach so. Und von da mit Editiert-Modus. Also wenn wir das Projekt so rendern, dann wird es einfach so sein. Also das ist unsere Ansicht in Orthogonal. Und von daher sieht es einfach so aus. Wenn wir zum Beispiel nochmal wechseln, also in eine andere Ansicht, dann zum Beispiel in Perspektive Ansicht, so sieht es aus. Und wenn wir hier das Projekt rendern, dann wird es einfach so sein. Also Sie merken einfach den Unterschied. Und von daher freue ich mich einfach heute mit euch dieses Video geteilt zu haben. Und freue mich, wenn Sie mich weiter abonnieren.